Der wichtigste Film in deinem Leben, darum geht es heute. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und für Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr, jeden Tag rufen wir uns Menschen an, die sich selbstständig machen, die ihre Träume verwirklichen wollen, die ihr vielleicht vorhandenes Unternehmen vergrößern oder verkaufen wollen. Und all diese Menschen haben etwas gemeinsam. Sie haben gelernt, den wichtigsten Film in ihrem Leben zu gestalten. Denn wir Trainer wissen, dass das wichtigste Kino, das Kopfkino ist, nicht das hier beim Kudamm im Zoopalast oder zu Hause dein Fernseher oder die Beamerleinwand. Das wichtigste Kino in deinem Leben, das ist dein Kopfkino. Die Frage ist nur, welcher Film läuft dort ab? Die Tatsache ist, und das haben Gehirnforscher herausgefunden, dass hier oben ein Film jeden Tag eingelegt wird, dass sich Filme dort abspielen. Und man kennt auch die Zahl, die dort in diesem Film abgespielt wird. Es sind insgesamt 60.000 kleine Bilder, kleine Sequenzen. Und du weißt ja, ein Film ist eine Aneinanderreihung von vielen kleinen Bildern, dass die dort in deinem Kopfkino ablaufen. Die Frage ist nur, welcher Film läuft dort bei dir ab? Und ich zeige dir heute mal zuerst, welche Filme bei den meisten Menschen ablaufen. Bei den meisten Menschen ist es so, dass sie entweder den ganzen Tag von außen her informiert werden, durch Werbung, durch andere Menschen, durch Musik, durch Fernsehen, durch Kino, durch Computerspiele. Sie werden also jeden Tag von außen her gesteuert, dass die Filme dort abspielen. Ganze Heerscharen von Psychologen werden von Konzernen eingekauft, finanziert, die sich Gedanken machen, wie das nächste neue Produkt, das nächste iPhone, der nächste Mac, das nächste Auto sich auf deiner inneren Leinwand projizieren lässt. Denn die wissen, dass was da abläuft, das wird sehr wahrscheinlich deine Wirklichkeit. Du wirst Kunde und das iPhone 20 dir kaufen. Du hast also einen Kampf vor dir. Du hast einen Kampf als erstes vor dir, wie du dich dafür schützen kannst, vor diesen äußeren Einflüsterungen, vor diesen externalen Ablenkern, die deine Zeit, die deine 60.000 Gedanken, deine 60.000 Bilder rauben wollen, nutzen wollen, um dir was zu verkaufen. Es gibt aber eine noch viel gefährlichere, so eine subtile Ablenkung, die deinen Film ebenfalls steuert. Und diese kommt aus deiner Vergangenheit. Denn du bist irgendwo groß geworden in irgendeinem Herkunftssystem. Man könnte auch sagen, in deiner Kultur. Du könntest auch sagen, in deinem Elternhaus. Du könntest sagen, in deiner Schule, deine Freunde, deine Arbeitgeber. Alle haben sie dich irgendwie geprägt. Haben dir Werte mitgegeben, haben dir Überzeugungen gegeben, das macht man nicht, das geht nicht, das kannst du nicht, das darf man nicht, das ist moralisch und das ist unmoralisch. Das alles hast du mitbekommen und das beeinflusst dich. Und wenn hier aus der Vergangenheit diese Informationen oder diese Werte plus oder diese Minus ständig auf deinen inneren Bildschirm, auf dein Kopfkino raufkommen und dir sagen, Mensch, früher war das so, meine Eltern haben das gemacht, die haben das gesagt, ach Gott, was denken die anderen von mir? Wenn du diese Filme auf deine Leinwand lässt, nun, dann wird auch deine Zukunft sehr wahrscheinlich so wie deine Vergangenheit. Du wiederholst das Leben der Menschen, die dich geprägt haben. Nun, das ist nicht nur schlecht, denn wenn du weißt, dass eine Banane essbar ist, dass man bei der Bank Geld anlegen kann, dass man bei Rot nicht über die Straße geht, dann hast du hier viele gute Sachen gelernt. Aber schau genau die Menschen an, die dich geprägt haben. Schau die Menschen an, die um dich herum leben und entscheide dann, ob du dieses Leben auch weiterführen willst. Und wenn du zum Schluss kommst, nein, das soll anders sein, du möchtest andere Ergebnisse haben, du möchtest andere Früchte produzieren, du möchtest andere Projekte und Vorhaben umsetzen, nun, dann wird es Zeit, dass du dich hier drum kümmerst, dass du dir Gedanken machst, nun, welche neue Filmspulen, hier mal dargestellt als Ziele, welche neuen Visionen, welche Ziele möchtest du tatsächlich erreichen? Welche Vision möchtest du umsetzen? Und jetzt wird etwas ganz wichtig, was ich zum Beispiel bei der Bundeswehr gelernt habe. Bei der Bundeswehr in der Einzelkämpfer-2-Ausbildung habe ich gelernt, niemals ein Vorhaben, ein Projekt, eine Aktion zu starten, bevor ich nicht von dieser Aktion einen inneren Film vollständig im Kopf hatte, wie ich dorthin komme, wo ich irgendwas kaputt machen, beobachten sollte, was ich dann genau dort mache, welche Variationen und Optionen es gibt, wie das ausgehen könnte, verfolgt, nicht verfolgt, Tag oder Nacht, und wie ich dann wieder zurückkomme in meine Kaserne, in meine eigene Einheit.
Erst wenn dieser innere Film fertig ist, dann wurde uns überhaupt erlaubt, mit dem Projekt, mit der Maßnahme zu beginnen. Und dazu lade ich dich auch ein, dass du dir nicht nur Schiele setzt oder Visionen an die Wand hängst und von den Träumen berichtest. Nein, arbeite an deine Vision so genau, dass du zu jedem einzelnen Vorhaben einen fertigen Film fertig hast. Eine Vorstellung, einen Plan, nicht nur eine Idee, sondern ein vollständiges Konzept mit allen Optionen und Hilfsmitteln und Ressourcen, die du brauchst. Und wenn du dann als nächstes noch dafür sorgst, dass du jeden Tag möglichst viele von deinen 60.000 Gedanken investierst, genau diese Ideen umzusetzen, danach zu denken, dann bist du deine eigene Marketingabteilung. Du entscheidest jetzt, was dich beeinflusst. Nicht mehr hier das Marketing und die Einflüsterung aus deiner Gegenwart, nicht mehr deine Vergangenheit wird dir in dein Leben reinsprechen, sondern du machst aus deiner Gegenwart Stück für Stück die Zukunft wahr. Du arbeitest also Tag für Tag jeden Schritt weiter auf deine Ziele hin. Und eines Tages sind sie da. Deine Träume, deine Vorstellungen, deine Vorhaben, deine Unternehmung, dein Netzwerk, deine Gesundheit, deine Fitness, dein Idealgewicht, das Auto, was du dir vielleicht kaufen wolltest, die Wohnung, die du magst und natürlich auch die Menschen, die um dich herum sind. Der wichtigste Film in deinem Leben, nun, das ist zunächst mal der, den du selbst gestaltest, wo du selbst der Autor bist, der Skriptschreiber, wo du dann aber auch der Regisseur bist, wo du derjenige bist, der sagst, nun, was soll alles genau stattfinden, welche Requisiten brauche ich, welche Ressourcen brauche ich? Und wenn du das Ganze dann produziert hast, dann stell es bitte nicht in dein Regal, häng es nicht an die Wand oder in einem Ordner und es ist weg, in deinem Friedhof. Deines Sammelsuriums, sondern sorge dafür, dass du dann noch jeden Tag drüber nachdenkst und Schritt für Schritt dann arbeitest. Denn dann wird der wichtigste Film in deinem Leben deine Zukunft, die Realität, die du dir so wünschst. Wenn du das überprüfen willst, ob ich jetzt hier die Wahrheit sage, nun, dann lies Biografien. Befrage Menschen, die das erreicht haben, die dir das gemacht haben. Prüf das, was ich dir sage, ganz genau. Und wenn ich recht haben sollte, nun, dann lade ich dich ein, die entsprechende Literatur zu kaufen, das umzusetzen. Napoleon Hill, denke nach und werde reich. Es gibt viele wunderbare Bücher. Es gibt ganz alte Bücher, die schon ein paar tausend Jahre alt sind, wo das drinsteht, es geschehe nach deinem Glauben zum Beispiel. Und dann such dir Menschen auf, die das nicht nur geschafft haben, sondern die bereit sind, dich zu begleiten. Solche Menschen nennt man Coach, Mentoren, Menschen, die dich unterstützen. Intervision mit Menschen, die ähnliche Ziele haben. Und dann triff dich mit denen und arbeite über die Jahre darauf hin. Und ich wünsche dir dann, dass du diesen Erfolg hast, den du dir so wünschst. Und sei auch vorsichtig, was genau dir vorstellst. Denn meine Erfahrung ist, das ist ziemlich egal, welche Filme, welche Ziele du dir vorstellst. Sie werden wahrscheinlich alle irreal. Die guten wie die schlechten. Wenn wir dir dabei helfen können, deine Vorhaben, zumindest die wirtschaftlichen, umzusetzen oder deine persönlichen Veränderungsziele umzusetzen, dann kannst du gerne den Gutschein runterladen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne kannst du aber auch unseren Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.